Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Hollow Knight. Wir befinden uns hier immer noch im weißen Dingsbums, Palast, Tempel, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, es ist einfach eine übelst krasse Geschicklichkeitsherausforderung. Und einen etwas krasseren Weg haben wir schon geschafft. Am zweiten arbeite ich hier gerade. Oh. So. Etwas zu weit vorgeprescht gerade. Das war klar. Habe ich schon beim Springen gemerkt, dass das nichts gibt. So, hätten wir das. Das auch. Hier bin ich letztes Mal schon mit vollem Leben hochgekommen. Ob sich das nochmal wiederholen lässt, ich weiß es nicht so ganz genau. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Achso, die habe ich ja gar nicht ankommen sehen. Hier muss ich ja einmal so springen und sie dann so hier überholen. Wow, es war nicht ganz so getimed wie gedacht, aber ich bin durch. Ja, schön, dass hier immer weiße Tauben fliegen und so. Das beruhigt mich ungemein. Oh Gott. Das war knapp gewesen. Das auch. So, das ist eigentlich erfrischend einfach bis hierhin. Nein. Oh, Gott sei Dank. Na, das war zu weit. Ich muss mal gucken, wenn ich hier rechts an der Kante stehe, reicht das da? Nein, nicht ganz. Aua. Aber so geht's doch. So, hier waren wir auch schon gewesen. Also hier konnte ich mich, glaube ich, einfach fallen lassen. Und hier gab's, glaube ich, zumindest neues Leben. Ein bisschen zumindest, zwei Stück oder so. Und hier war ein bisschen stressig wieder gewesen. Genau, hier musste ich mich runterfallen lassen und dann erstmal nach links durchhuschen. So. Hier muss ich mich garantiert auch runterfallen lassen. Und dann nicht nach rechts durchhuschen, sondern Mitte. Boah, das ist ätzend. Einfach hier blinde Auswendiglernerei. Und das mit einer begrenzten Anzahl an Leben. Okay, ich muss noch weiter rechts rüber. Ich muss auch hier ungefähr dann in die Mitte. Oh, ich war gar nicht so weit vom Ziel gewesen, letzte Mal. Ja, und das Ding hier ist jetzt offen. Und damit dürfte auch hier der nächste Fahrstuhl nach oben offen sein. Oh. Eigentlich will ich aber erst nochmal runter auf die Bank. Danke. Ja, sind doch irgendwie krasse Geschicklichkeitsherausforderungen hier, aber man sieht, mit ein bisschen Üben kriegt man es durchaus hin. Achso, berühren darf ich die nicht, okay. Boah, okay, da muss ich dann einmal mit einem. Boah, das ist aber auch scheiße abzuschätzen hier. Ey, sag mal, was soll das? Warum sind wir auf einmal hier in einem Ultra-Hardcore-Jump'n'Run gelandet? Das
verstehe ich nicht so ganz. Na gut, ich starte gleich eh wieder mit vollem Leben. Also wenn ich hier den hier mache... Oh. Kettenreaktion. Okay. Gut, dass ich mich hier nochmal aufs Bänkchen gesetzt habe. Komme ich hier eigentlich links rum? Ist das nicht ein bisschen einfacher? Ja. Scheint mir irgendwie ein bisschen näher zu sein. Ich bin mir echt gespannt, was es hier am Ende als Belohnung gibt. Wahrscheinlich einen warmen Händedruck. Ne, okay, zu schnell darf man auch nicht sein. Man muss hier schon gucken, dass man einigermaßen präzise durchkommt. Okay, bis hierhin ist gar nicht so das Problem. Ja doch, ich glaube, so ist es gedacht. Der schwebte da jetzt auf einmal ganz anders. Die Lücke da war ganz anders gewesen. Ich glaube, ich muss da einmal links rüber huschen, Luftsprung machen, dann Schwertschlag nach unten und dann weiter. Was mich noch interessieren würde, wenn ich einmal den Schwertschlag nach unten gemacht habe, darf ich dann wieder einen Doppelsprung machen? Aber ich kann jetzt leider nirgendwo ausprobieren, weil die Viecher das nicht hergeben. Jetzt ist es da schon wieder so eng. Die verschieben sich ein bisschen, wenn man einmal vor die gerannt ist. Kann das sein? Oh ja, man kann wieder einen Doppelsprung machen. Ist das nice? Oh, eine Bank. Ja gut, wenn hier die nächste Bank kommt, dann wird hier auch die nächste Kotzpassage sein. Oha. Na gut, dann setze ich mich nochmal auf die Bank, dann bin ich wenigstens wieder voll. Oh Gott, ey. Was erwartet mich jetzt noch? Ich weiß nicht wohin. Ein Baum. Okay, ich glaube, so ist es gedacht. Unter dem Ding herhuschen und dann auf der Plattform da landen. Oh. Aber wenigstens startet man dann wieder hier. Wohin? Wohin? Oh Gott, ey. Und jetzt? Hätte ich da drauf huschen müssen. Klar. Diese Friedensvögelchen oder was das hier ist, die machen mich erst recht aggro. Die hätten sich auch mal sparen können, ehrlich gesagt. Hm. Ich glaube, es war nur Zufall, dass ich das erste Mal da drauf gelandet bin. Na gut, vielleicht auch nicht. Wow, 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 wow. So, hier weiß ich noch nicht so recht, wie ich das timen soll. Ah ja, man macht es einfach.
Oha, das war genau vor die richtige Kante. Will ich rauf? Oder eher runter, ne, ich glaube. Eher rauf, aber... What the fuck? Wie soll das gehen? Naja, wahrscheinlich... Eher so. Oh, ich hasse ihn dafür, echt. Ich habe das Gefühl, ich bin gleich wieder am Anfang. Bin ich aber offensichtlich nicht. Naja, das hier ist ja alles noch relativ dankbar. Das ist auch wieder so geil, ne? Man hat keine Ahnung, wo es hier hergehen könnte. Ja, offensichtlich. Achso, okay. Ja, ich hab's verstanden. Uah! Bank oder sowas? Boah, immer wieder erstaunlich. Und auch hier finde ich es erstaunlich, dass ich das überhaupt schaffe. Ich finde, hier könnte es ja auch mal ruhig irgendwas geben, was ein bisschen Leben beschert. Aber dafür war die Strecke wahrscheinlich noch nicht lang genug. Oder da gehe ich direkt mit einem Doppelsprung dran vorbei. Das wäre vielleicht auch noch eine ganz gute Lösung. Ja, und ich glaube, das könnte mir hier dann auch letztendlich weiterhelfen. Ja, ich glaube schon, dass mir das weiterhelfen könnte. Ah, noch eine andere Lösung. Also schon. Ja. Ja, jetzt ist nur Scheiße. Wow. Okay, wenn man einmal weiß, wie, dann war es gar nicht so schwierig. Ja, wenn ich mal wüsste, wohin. Ach so, ich muss über das Ding drüber. Ja, aber so ungefähr. Nee, wie soll das gehen? Alle anderen Passagen, denke ich, habe ich soweit verstanden, aber da habe ich noch keine Idee, wie ich da überhaupt dran vorbeikommen soll. Meine Idee wäre gewesen, an der Stelle, wo die Dinger aus der Wand kommen, noch einmal von der Wand abzuspringen und da einen Doppelsprung zu machen, aber das dauert alles viel zu lange. Ist eigentlich schon scheiße, ne? Kann ich mich schon auf die Bank setzen, wenn ich an der ersten Falle schon Leben verliere? Aber ich glaube, der Weg dahin ist gar nicht so schwierig, wenn man einmal gerafft hat, was man an welcher Falle wirklich tun muss. Warum komme ich denn hier jetzt nicht drüber, ey?
Eigentlich hätte ich auch wissen sollen, wenn man so ein Geheimdingens öffnet. Sag mal. Warum geht das jetzt nicht mehr? Ich habe da noch nie, glaube ich, was verloren, als ich über dieses Ding gesprungen bin. So. Das war auch wieder selten dämlichst gewesen. Ja klar, dass das auch passieren kann. Aber bisher ist es mir noch nie passiert. Aber jetzt passiert es andauernd. Oh, ja, ich glaube, so wäre dann doch die safere Variante, wenn sie beim ersten Mal gelingen würde. Okay. Ja, jetzt verspiele ich es gerade durch Unkonzentriertheit. Was? Warum geht er in die falsche Richtung? So, jetzt bin ich, ja, das hat mir jetzt noch den Rest gegeben, den ich mal so gar nicht gebrauchen konnte. Oh. Es dauert alles viel zu lange. Ich komme überhaupt nicht von der Wand weg so schnell. Oder ich muss da an die Wand springen, wegdashen und dann komme ich eventuell darauf. Ich glaube, ich werde hier mal einen kleinen Cut machen, bis ich wieder an der Stelle bin und die geschafft habe. Boah, Leute. So, falls ich hier weiterkomme, muss ich mal meine Stoppuhr wieder anwerfen. Aber immerhin stehe ich jetzt hier oben drauf. Okay. Nein, auch so nicht. So aber. Ne, hier komme ich her, hier unten, ne? Habe ich eine Etage geschafft? Ich höre hier Leute. Okay, hier ist eine Tür zu. Hier auch. Also ich muss irgendwie hier drüber. Oh, ich dachte schon. Shit. Nein, fast. Und ich fange wieder unten an.
Das heißt, wieder kleiner Cut bis zu der Stelle, wo wir nicht weitergekommen sind oder wo wir gestorben sind. Warum hält er sich da jetzt nicht mehr? Ach, so ist viel einfacher. So, Leute, wir sind wieder hier mit einem Versuch. Ich habe da wenig Hoffnung, aber ich probiere es mal. Ach so. Ich würde das gerne nochmal abbrechen. Ich stehe nämlich viel zu hoch. Okay, auch jetzt sind wir wieder da, mit wesentlich mehr Leben als vorher. Aber das heißt natürlich, dass ich auch prompt wieder mehr verlieren werde. So, das war jetzt noch ganz okay. So, ich muss genau hier drauf sein. Das könnte hinhauen. Nein, ich war zu tief. Die Arschlöcher und stellen genau da unten wieder eine Säge hin, ey. Oh nein, ah, das hätte ich anders machen müssen. Aber ich glaube, der Lösungsweg an sich, der ist, glaube ich, der bessere. Okay, ich stehe wenigstens wieder hier oben drauf. Ich glaube, ich muss mich an diesem Ende hier positionieren. Oh nein, oh, da war ich jetzt zu hektisch. Was? Da ist eine Lücke. Na, dann sehen wir uns hier wieder. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich bin aber immer noch planlos, wie das hier gehen soll. So. Was ich hier mittlerweile gefunden habe, dass da auch noch eine Lücke ist. Genau da. Ich glaube, meine Position war hier auch nicht so schlecht. Doch, die war schlecht. Wo muss ich denn hier stehen? So. Boah, geht der weit, ey. Ich glaube, ich muss genau auf dieser Ranke hier stehen. Kann das sein? Wow. Wow. Zu früh. Okay. Ich denke, das ist auch irgendwie machbar, aber puh, wir werden sehen. No problemo bis hierhin. Ja, ey. Thank you.
doch wenigstens eine Bank dahin, ohne Witz. Okay, da sind wir wieder. Okay. Nein. Nein, nicht schon wieder von hier ganz oben. Jetzt komme ich hier nicht durch, das gibt's nicht. Wow. Habe ich irgendwas geschafft? Ich habe zumindest irgendwelche Tore aufgemacht. Meine Fresse, was ein Weg. Komm, lass dir bitte den anderen Schalter sein. Nicht noch mehr Folter. Ich sehe nichts. Aber die Tür ist auf, deswegen hoffe ich, das wird doch wohl jetzt irgendeine dauerhafte Abkürzung gewesen sein, oder? Auch wenn es hier immer noch weitergeht. Na gut, dann schauen wir mal, was uns hier noch so erwartet. Ich frage mich jetzt nur gerade ganz genau, wo ist diese Tür aufgegangen? Hier habe ich wieder auch eine Passage entdeckt, die einfacher geht. Aber wo ist denn jetzt diese Tür aufgegangen? Hätte ich dafür wieder zurückgemusst? Das war jetzt dämlich gewesen. Weil ich hier auch einfach zu früh dran bin. Aber ich muss doch jetzt nicht... Das war doch nicht hier gewesen. Nee, sorry Leute, ich lasse mich mal sterben. Ich glaube, ich hätte wieder zurückgehen müssen. Kann das sein? Irgendwo habe ich doch dieses Tor schon mal gesehen, was da jetzt aufgegangen ist. So weit zurück wird das auch nicht gewesen sein, oder? Ich gehe jetzt doch nochmal da weiter. Nein, ich wollte nur hier links gucken, ob da noch was ist. Aber wo war denn jetzt? Hä? Das ist doch der ganz normale Weg hier. Wo ist dieses verdammte Tor denn jetzt gewesen?
Das war doof. Ich glaube, es war doch hier oben gewesen. Na, hier war die Stelle. Okay. Oh. Na gut, dann habe ich es ja doch noch gefunden. Okay, der Weg bis dahin ist Gott sei Dank relativ einfach. Den habe ich mittlerweile relativ gut drauf. Was habe ich denn hier letztes Mal nochmal gemacht? Hä? Hä? Was? Habe ich jetzt irgendwie einen Knoten im Gehirn? Nicht letzte Mal so gemacht. Okay, der nächste Cut. Okay, hier sind wir wieder. Ich war ein bisschen leichtsinnig oder ein bisschen unsicher gewesen, deswegen habe ich einiges verloren. Ich hoffe mal, es geht jetzt auch so. So. Wow. Wow, Gott sei Dank. Mann. Und das alles blind und Schritt für Schritt vorantasten, wie mir sowas auf den Sack geht. Okidoki.
muss doch mal irgendwie möglich. Boah, ich bin auf der Plattform. Unfassbar, dass ich das noch erleben darf. Wenn man auf diesen Viechern da unten rumtanzt, kann man sich übrigens Seele machen. Das habe ich vorhin schon mal an so einem einzelnen Viech gemacht. Deswegen habe ich hier auch relativ viel Leben. Und das könnte jetzt auch mein Glück gewesen sein. Boah, ey, lass es doch bitte irgendwann mal zu Ende sein. Das kann hier doch nicht unbegrenzt weitergehen, oder? Alles voller Dornen. Ich halte hier mal nicht an. Anhalten? Ja, nein, vielleicht? Nein. Ich husch einfach mal weiter. Es sieht ein bisschen nach der richtigen Entscheidung aus. Hier liegt ein toter Ritter rum oder sowas. Ist nur Kulisse. Also die letzten Meter waren jetzt doch ganz angenehm. Oh Gott, ey, lass es doch. Oh Gott, da geht's immer noch weiter rauf. Und hier kann man sich nochmal Seele machen. Das lässt nichts Gutes erahnen. Und hier sitzen ganz schön viele tote Typen rum. Will ich wissen, woran die gestorben sind? Okay. Was ist hier los? Fetter Bosskampf oder was? Kein Preis zu hoch. Was ist das hier für eine Gegend? Ich glaube, ich nehme mal den Ausgang. Könnte mal wieder eine Bank oder sowas wenigstens sein? Betrachten. Keine zweite Lohe, nur ein Licht wird die Dunkelheit durchscheinen. Der Würm wird zum Leuchtfeuer und der Geist öffnet sich, um sich zu unterwerfen und hinzugeben. Die Ewigkeit als Versprechen und der Nachkommenschaft, den Fluch als Preis. Ja, wieder. Das ist jetzt die Belohnung hier, oder was? Für das ganze Ding ein bisschen Kauderwelsch, dessen Sinn sich mir nicht erschließt. Fluch als Preis. Der Boden leuchtet hier. Keine zweite Lohe, nur ein Licht wird die Dunkelheit durchscheinen. Der Würm wird zum Leuchtfeuer und der Geist öffnet sich, um sich zu unterwerfen und hinzugeben. Die Ewigkeit als Versprechen und der Nachkommen schafft den Fluch als Preis. Oh. Ah. Okay, das hat mir die erste Hälfte dieses Talismans habe ich ja schon mal irgendwann gesammelt. Und das hat mir jetzt die zweite Hälfte gebracht. Seele des Würum, Seele der Wurzel, Herz der Leere. Ich lasse das mal so stehen. Kann ich hier nochmal rein? Ja, kann ich. Will ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Ja, nee. Schnell wieder raus hier. Boah, war das ein abgefuckter, schwerer Scheiß, dieser Level, ja? Auch wieder ewig lange Passagen, wo man sich erst durch Trial und Error vorankämpfen muss und wieder jedes Mal ewig lange hinlaufen muss, bevor man wieder das nächste Stück sieht, was man sich erarbeiten muss. Ey, das ist echt... Jedes Mal, wenn es in irgendeinem Jump'n'Run schwierige Passagen gibt, sind die, wenn man die Stück für Stück sich erarbeiten könnte, eigentlich super schnell machbar und super schnell gemacht. Aber einfach dadurch, dass die einfach ewig lang sind und es keine Checkpoints gibt... Das macht es echt so derbe schwierig. Das ist in Mario Jump'n'Run so und in herausfordernden Leveln. Das war bei Donkey Kong Tropical Freeze etc. so.
Einfach unfassbar. So, was habe ich denn jetzt hier bekommen? Heiliger Talisman, der eine Verbindung höheren Wesen symbolisiert. Der Träger absorbiert langsam die grenzenlose Menge an Seele im Inneren. Öffnet den Weg zu einem Geburtsort. Wie viele Slots? 5 Stück, ja genau. Der kann mal weg. Der kann mal weg, dann habe ich 4. Langnagel, scharfer Schatten. Was macht denn das Ding jetzt? Ah, es regeneriert mir automatisch Seele. Ich werde es jetzt mal eine Weile ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es mir das wert ist, weil unterwegs habe ich eh nicht so viel Seele-Probleme. Und ich glaube, bei Bosskämpfen, ich meine, das Ding tickt natürlich relativ langsam, ist gar nicht genug Zeit da, damit ich dadurch massiv Seele regeneriere. Naja. Aber trotzdem, wie sich das Ding so macht, werden wir beim nächsten Mal schauen. Ich brauche jetzt erstmal ein Päuschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denne.